Liebe zum Handwerk haben Initiator Viktor Filzwieser und Projektleiter Markus Hönigl im Herzen Weidhofens einen Tresor geöffnet. Herr Bürgermeister, hat so ein Geschäft oder so ein Laden wie der Tresor in Weidhofen gefehlt? Ja, absolut, absolut gefehlt. Denn das Einzigartige an diesem Raum ist, dass sich hier Weidhofen in all seinen Facetten widerspiegelt. Man findet hier alle Elemente, die Weidhofen letztendlich ausmachen, egal ob das das Handwerk ist, das Profunde, ob das die Kunst ist, oder ob das unterschiedlichste Arten sind, die hier präsentiert werden. Und das Besondere, dass man damit auch die Menschen kennenlernt, dass sich hier Weidhofen wirklich mit den Menschen präsentiert und so weit über die Region hinausstrahlen wird. Künstlerischer Individualismus geht vor seelenloser Massenware. Initiator Viktor Filzwieser zeigt selbst seine Schätze aus funkelnden, geschliffenen Ipssteinen. Herr Filzwieser, ist für Sie ein Traum in Erfüllung gegangen? Ja, ich muss sagen, ich bin überrascht, wie viele Besucher wir heute schon gehabt haben, hier bei uns im Tresor. Die Steine, die wunderbaren Handwerkssachen bewundert haben. Wir haben heute schon ganz interessante Aufträge gekriegt. Ein Kunde aus Australien mit seiner Gattin war da, die haben heute einkauft bei uns und haben gesagt, wir nehmen uns ein Stück aus unserer Region Weidhofen mit nach Australien, haben uns gratuliert zu unserer Idee. Was bedeutet eigentlich so ein Kunsthandwerksprojekt für die niederösterreichische Eisenstraße? Sehr viel. Freue mich sehr, dass eine Strategie, die vor einigen Jahren entwickelt worden ist, jetzt in eine konkrete Umsetzung kommt. Wir haben damals gesagt, das Thema Handwerk, Kunsthandwerk, aber das eigentliche Handwerk auch, soll einfach in der Eisenstraße in Niederösterreich eine große Rolle spielen. Wir von LIDA können Plattformen unterstützen, können eine Vernetzung unterstützen und das ist in wunderbarer Weise passiert durch den Viktor Filzwieser, durch den Markus Hönigl. Freue mich sehr. In Zusammenarbeit mit dem Handwerk Eisenstraße Kollektiv entstand ein hochqualitativer Laden für Handwerk, Kunsthandwerk und Künstler aus der Region. Ein neues Einkaufsabenteuer gibt's nun mit regionalem Feuer für wunderbare Stöberstunden im Ifstal für die werten Kunden. Hier findet man das Geschenk, das Unikat oder das Mitbringsel mit Stil. Projektleiter Markus Hönigl ist für Weine und regionale Edelbrände zuständig. Die vielen Einzelstücke aus Eisen, Stein und Holz strahlen eine kontemplative Ruhe aus, die die heutige Zeit gut brauchen kann. Dass man da wieder spürt, dass man gewisse Stunden auch wieder mit einer Musse einbringt und einmal vielleicht von einem Ost oder von dieser Maserung irgendwo einmal, ich will nicht sagen meditiert, aber das einmal in aller Ruhe anschaut, was uns eigentlich die Natur bietet und wo wir wieder wirklich Kraft schöpfen können. Eine Drehscheibe für Liebhaber schöner Gestalt und regionaler Produkte. Um die 20 Handwerker und Künstler aus der Ipstal-Region beleben derzeit den Tresor. Die Schätze des Tresors finden Sie auf dem oberen Stadtplatz in Weidhofen an der Ips.